Wir sind hier an unterschiedlichen Orten, aber zur gleichen Zeit. Im gleichen Glauben, wir sind miteinander verbunden. Wir feiern im Namen Gottes, der wie ein Vater und eine Mutter zu uns ist, im Namen Jesu Christ, der uns gezeigt hat, was Leben ist, und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns belebt und begeistert. Amen. Gott, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Wahrheit reicht bis zu den Wolken. Gott, du hilfst Menschen und Tieren. Im Schatten deiner Flügel finden sie Schutz. Von dem Bach, der zu deiner Freude strömt, gibst du ihnen reichlich zu trinken. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Verwandle meine engen Grenzen. Verwandle meine innere Blockaden, schenke mir stattdessen Weite und Freude. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich, wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich. Jeremia, Kapitel 1, die Verse 4 bis 8. Und Gottes Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Gott, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Gott sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht Gott. Was höre ich in diesem Text? Was klingt nach? Was spricht mich an? Eines Tages sprach Gott zu mir: Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Ich aber erwiderte: O nein, mein Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Doch Gott entgegnete: Sag nicht, ich bin zu jung,
Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen. Ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich dir mein Wort. Wofür fühle ich mich zu alt? Wofür zu jung? Welche Rollenbilder und Erwartungen blockieren mich? Was würde ich meinen Großeltern oder Eltern oder auch meinen Enkelkindern oder Kindern sagen? Gott, höre unsere Gedanken und Worte, lass sie weiter wirken. Gib deinen Segen dazu, wir beten. Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Im Wissen, dass wir nicht allein sind, sondern Teil einer großen Gemeinschaft, beten wir gemeinsam das Gebet, das Jesus uns hinterlassen hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott spricht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott, du kennst uns bei unserem Namen. Schenke uns deinen Segen. Geht in Frieden und glaubt fest, dass Gott euch bei eurem Namen gerufen hat. Geht in Frieden und entdeckt, wie schön es ist, Gottes Liebe weiterzugeben. Geht in Frieden, denn Gott ist bei euch, mit seinem Trost und mit seiner Liebe. Amen.